Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück zu Alpha 17 von 7 Days to Die, Tag 27. Ja, ein guter Tag ist es noch. Und dann haben wir die Tag 28 Horde. Das wird spannend werden. Und wir begrüßen wie immer den Alten und den Patrick. Servus. Howdy. Servus. Ja, Patrick, du hast vorhin was gesagt von wegen, wir sollten so langsam an den Umzug denken. Jo. Jo. Hab Wir haben ich. ja. Wir haben ja keine Kisten. Noch nicht. Muss nur ein bisschen Holz und Schläge herstellen. Ja, das kriegen wir hin, denke ich. Nicht schlecht. Das kriegen wir Ja, hin. die kam mir halt nur gerade, was du gerade gesagt hast, benutzt auch für oben schon mal die eine oder andere Kiste. Die Sachen, die was nicht kaputt gehen sollen. Jo. Was ja prinzipiell nicht verkehrt ist, ne? Wenn mal was nicht hoch, werden Ist vergessen. dann die Frage, ob sie das dann orientiert, wenn wir da in der Schmiede noch was einschmelzen. Naja. Also einschmelzen, weiß ich jetzt nicht, ob sich das noch rentiert. Wo baut denn da alles seine Küchentheke hin? Stimmt. Gar nicht so einfach. Auf jeden Fall brauchen wir nicht drei Stück. Was brauchen wir? Auf jeden Fall brauchen wir nicht drei Stück. Nö, das nicht. Nein, wir brauchen vier. Ich mach mal zwei Campfire, wenn es recht ist. Ja. Mach das. So, und dann rennt da auch keiner rein hier. Und dann machen wir da die Fresskiste und die, was haben wir noch? Eine Fress- und eine Medizinkiste, ne? Ja, wenn es dann, wir sortieren und so, müssen wir halt dann schauen, wenn es soweit ist. Wie wir das hinkriegen. So, wir haben noch keine Fackeln. Ne? Was brauchst du Das ist dafür? richtig. Da brauchen wir Holz, Cloth, also Stoff und Tierfett. Hast du beides? Sonst mache ich welche. Mach mal welche. Mach mal so 30 Stück oder so. Jetzt. Warte, ich schmeiß dann Bone. Patrick, denkst du an das Eisen, dass du das mitnimmst? Ja, beziehungsweise ich mache Spikes draus. Für die Reparaturen auch von den Bars, weißt? Also nicht alles verbrauchen.
Und ein bisschen Concrete Mix muss natürlich auch übrig bleiben für die Reparatur. Aber das hast du ja alles im Griff. Alle im Griff. Wieder alles im Griff. Die Cobblestones und alles, hast du die am Mann oder hast du die hier gelassen? Die Cobblestones habe ich am Mann. Aber ich komme gleich wieder zurück. Jut. Die Essentür kann ich gleich mitnehmen. Ja, dann schaue ich, dass ich noch ein bisschen Holz krieg vielleicht. Denn das werden wir auch noch brauchen. Mein Gott, es ist heute ein Sauwetter, du echt, ist nur am Regnen. Ja nicht. Na, hier schon. Ja, das war jetzt in-game oder? In-game, ja, ja, gut, natürlich. So, ja, in-game, ja. Ja, in real ist es heute auch der ganze Tag schon verregnet. Und das nennt sich Sommer, ja, genau. Ja, das nennt sich Sommer. Ja, so ist es. Ne? Man kann es einem nie recht machen. Wenn es heiß ist, jammert jeder, ist so heiß, soll mal wieder regnen, dann regnet es mal, dann ist wieder auch doof. Wie immer. Denkt ihr dran, dass ihr auch die... Ah, wobei, das können wir nächstes, am letzten Tag machen, ne? Da können wir dann Waffen und Munition und Gedöns holen. Wir müssen eh nochmal fahren, vermutlich. Ja. Wahrscheinlich noch einmal. Ja. Ich hab noch eine Stunde das Feuer angeheizt. Das normale Kämpfer, ja? Ja. Gut. Mal so eine Quizfrage zwischendurch. Wisst ihr noch, wann wir die Alpha 17 angefangen haben? Nein. Letztes Jahr. Letztes Jahr war lang? Ich glaube im Oktober oder November. Ja, ich hätte auch gemeint, irgendwie so November hätte ich behauptet, ne? Ja, ist möglich, ja. Ja, das ist ordentlich. Ja, dann haben wir ja neu angefangen müssen zwischendrin, dann war Pause, dann hat es tatsächlich nicht geklappt, ne, dann war Urlaub. Und so plätschert die Zeit dahin. Wahnsinn. Ja. Super. Und wir haben ja auch nicht off-camera gespielt, ne, wie andere zum Beispiel. Ja, das stimmt. Ich habe ja auch nicht einen Monat Pause gehabt. Stimmt. Ja. Ich meine jetzt hier, als diese verbuggt war. Ja, da haben wir ja auch aufgehört, wenn wir gesagt haben, das ist, ist ein Witz, ja. Ja, und das hat sich als richtig erwiesen, diese Entscheidung, denn das war ja echt... Da sind viele verzweifelt. Da gab es auch mit der Performance und Zeug alles Probleme. Das war die einzig richtige Entscheidung, da nicht zu spielen. Ja. Weil da hätten wir uns nur geärgert. Freiwillig ärgern muss nicht sein.
So, okay. Setzlinge sind auch wieder angepflanzt. Ich habe noch mal ein paar Dartraps angeschmissen. Das waren nicht viele, aber ein paar zumindest. Patrick, kannst du mir die auch mitbringen? Das wäre nett. Das heißt ein Geschoss. Jo, genau. 15 Stück, ja. Nimm jo. Mit. Also dieser Mod hat nichts gebracht. Beim Bike. Sehr schade. Ich hätte gelacht, wenn es dann plötzlich rot gewesen wäre. Das Ferrari-Bike. Da hätten, hättest nicht nur du gelacht, wenn das nicht rosa gewesen wäre. Das ist nicht rosa, sondern rot, du Held. Das ist ein rosa. Quatsch. Quatsch, kein Blech, Aldi. Da war aber, wo ist denn der rosa, das rosa Ding? Ich hab's nicht. War ein rosa drin. Keine Ahnung. Iron Bars habt ihr ja alle gesetzt, ne? Ja. Iron Bars sind alle gesetzt unten? Ja. Gut. Einen habe ich noch am Mann. Okay, ich schmeiß mal in die untere Kiste mal 5 noch als Reserve rein. Also in die Reparaturkiste unten. Ja. Gut, ich meine, hier ist alles ausgehärtet, das ist sehr schön. Ich bringe auch noch ein paar Eisenspikes mit. Mhm. 30 Stück. Also und du willst die Eisenspikes außen, wirklich die erste Reihe, willst du komplett mit Eisenspikes machen? Ja. Okay. Na dann. Machen wir das. Machen die mehr Schaden oder halten die nur länger? Ich hab keine Ahnung. Ich hab da keine Erfahrungswerte. Ich lauf nicht rein, ne? Nicht, falls du jetzt denkst, ich teste das. Gut. Ich hab das schon bei der Holzspikes getestet. Das muss reichen. Ich komme mal zurück. Aber sehen schon ein bisschen gemeiner aus, die Dinger. Jo, bringt das gute Wetter mit, weil der Regen ist ein bisschen frustrierend, ehrlich gesagt. Ja, da ringt's auch. Kann doch maximal den Regen mitnehmen. Na, das mag ich nicht. Also 3 Spikes fehlen noch, dann sind wir außen einmal rum. Mein Herr. Okay. Müssen wir mit unseren Radeln aufpassen. Jesus. Schon wieder Ingame-Gewitter. Wir müssen noch nicht schauen, wo wir die dann hinstellen. Jo. Genau. Bei den Traps steht da irgendwas, was die für eine Reichweite haben? Wahrscheinlich nicht, gell? Ich hab einen Motor. Yay! Oh, scheiße. Alter. Die Traps brauchen Strom. Du kommst raus. Die Traps brauchen Strom. Required Power. Können wir vergessen. Funktioniert nicht, wir haben keinen Strom. Ein Generator haben wir zu Hause. Ja. Hat das einer gelernt? Strom? Nope. Früher gab's den Skill. Ich weiß es nicht.
Vielleicht braucht man auch gar keinen mehr. Schau mal, vielleicht findest du was. Der Scientist kann mit Level 5 Battery Banks craften. Dann braucht man es vielleicht bis dahin gar nicht. Ich hätte das jetzt unter Science gesehen. Ich habe noch einen Motor. Generator Bank. Oh, das kann jeder craften, okay. Forged ja, Iron. Das ist am Mais fehlt. Brauchen wir nicht. Habt ihr ein Wire Tool dabei? Nein. Aber wir müssen eh nochmal zurück, also. Das bräuchte nicht mehr, aber. Das bräuchte man nämlich dann auch. Kann man das beim nächsten Mal mitnehmen. Ja, dass das funktioniert. Müssen wir da drin irgendwo einen Generator an den Start bringen. Ach, das wird man bloß an der Workbench craften können, wahrscheinlich die Lampen und so. Hinter dir, Hobby. Jo. Danke. Hast du die Holzspikes auch schon am Mann, oder? Nein. Ja, ich habe jetzt noch 27 Eisenspikes. Heißt, das wird nicht reichen. Was wir machen können, wir können sie vor die Fenster stellen oder versuchen zumindest einen Teil vor die Fenster zu stellen. Ja. Also, naja, Fenster, naja, weißt du, was ich meine. Ja. Okay. Da kommt der Aldi. Aldi Krachmacher kommt jetzt. Zwei Motoren. Mit Motor. Motorhead. Motorhead. Eins, zwei, okay, drei habe ich noch übrig. Ist ja nichts drin, die Truhe, ne? Da ist noch nichts drin, ne? Also, im Süden habe ich zwei Kisten, die sind Essen und Medizin. Okay. Oder sind zumindest so geplant. Da müsste schon Essen, müsste schon drin sein. Hast du? Ja. Jo. Ups. Grüß Gott. Servus. Ja, hab ich mir gedacht, das hier könnte die Forge-Kiste werden. Hier könnt ihr eine Workbench hin, von mir aus. Und da halt so anderen Krimskrams und Gedöns und was weiß ich. Sortiert eh keiner am Ende. Wir wissen ja, wie es läuft. Vergiss nicht die Krimskramskiste. Ja, das ist ja die Krimskramskiste. Und die Müllkiste. Das sind alles Krimskramskisten hier. Wir haben nur Krimskramskisten, weißt doch. Uah, mein Gott. Das ist mutig.
glaube ich. So. Muss ich nochmal probieren hier. Okay, muss man also ein bisschen aufpassen hier. Wenn man aufs Dach hochgeht. Da kommt noch ein, zumindest eine Reihe. Gegen sie. So, es ist gleich übrigens 10 Uhr, meine Freunde. Nur falls irgendjemand draußen noch rumspringt. Momentan nicht, ne? Ne. Gut. Hui. Da so unten habe ich das gemeint, Patrick. Quasi der im mittleren Bereich. Also, ja, in Richtung der Leiter, dass da eine Dartrap steht. Mhm. So. Komm rein. Oh, schöne Musik. Wunderbar. Na gut, liebe Freunde, das soll es für heute auch schon wieder gewesen sein bei 7 Days to Die. Wir sind gespannt, was an Tag 28 auf uns wartet, speziell dann mit der Horde. Ja, und sagen danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis neulich. Ciao.